So hat es gemacht. Und schon war die Woche rum. Die Woche 20 habe ich jetzt hinter mir und die lief eher suboptimal. So viel kann ich schon mal spoilern. Aber seht selbst. Am Anfang von Woche 20 habe ich mir Folgendes vorgenommen. Eigentlich hat sich da nichts geändert groß. Ich habe alles genauso gemacht wie bisher auch. Die 3x10 Kilometer Laufe sollte reichen, habe ich mir gedacht, um 1,5 Kilo abzunehmen, auf 91,5 Kilo quasi zu landen heute. Naja, da bin ich nun eine Woche später und eine Woche klüger. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgenommen habe, aber viele Fehler habe ich nicht groß gemacht. Aktuell wiege ich 92,4 Kilo und das sind 0,6 Kilo weniger als in der Woche davor. Und das sind insgesamt 21,1 Kilo, die ich seit jetzt nun mal 20 Wochen abgenommen habe. Damit bin ich genau 0,9 Kilo hinter meinem Ziel geblieben. Und wie das passieren hat können? Keine Ahnung, überhaupt keine. Wirklich. Und zwar habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich ja schon am Sonntag mit meinem Vater über 40 Kilometer gefahren bin. Und ich war 43 Kilometer ungefähr. Ich zeige es euch mal hier. Ihr seht, ich bin Fahrradfahrer und das über 2 Stunden lang mit einem durchschnittlichen Puls von 131 und habe damit gedacht, ich starte mal voll positiv in die Woche. Und am Montag schon, ich habe mich diese Woche einfach mal öfters gewogen, um zu schauen, was ganz genau passiert. Und am Montag sehe ich irgendwie, wow, ich wiege mehr als vorher, dabei habe ich gar nicht so arg viel gemacht. Also ich gebe zu, ich habe, ich habe gesagt, ich bin ja der Wahrheit verpflichtet hier auf dem Kanal. Ich habe ein Gin getrunken, weil ich einen bekommen habe, der ist nämlich was Besonderes, der wechselt die Farbe und zwar heißt der Illusionist und ich will ja eigentlich keine Alkoholwerbung machen, aber der ist nicht schlecht. Wie dem auch sei, also das war der einzige Fauxpas am Sonntag und am Dienstag, da habe ich jetzt auch noch Reis zu mir genommen abends beim Essen, das war auch nicht so richtig gut, das war auch eine Ausnahme, war nicht besonders viel, aber das war auch nicht so, wie ich mir es vorgenommen habe. Und das war es eigentlich ja, an Fauxpas diese Woche. Und die sportliche Aktivität habe ich dann am Dienstag, bin ich wieder laufen gewesen, schaut hier. Also ich laufe also am Dienstag mit einem durchschnittlichen Puls von 146 über 10 Kilometer und denke mir, aber jetzt wird es besser. Ich stehe am nächsten Tag auf die Waage und habe schon wieder 0,6 Kilo zugenommen. Hey, das war zum Verzweifeln, ging irgendwie gar nichts. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, ruhig bleibe, ruhig. Wird schon wäre. Also, am Donnerstag, ich laufe wieder 10 Kilometer, 146er Puls wieder, ganz genau, so wie am Dienstag. Und habe mir gedacht, hey, die Harten kommen in den Garten, nur wer durchhält, wird belohnt. Ja? Und ich stehe am nächsten Tag auf die Waage und wiege nochmal 200 Gramm mehr. Hä? Dabei mache ich gar keine Fehler die Woche, ja? Also ich habe mich an die Ernährung gehalten, ich mache meinen Sport, ich mache meine Bewegung und trinke Wasser und ja, es war wirklich zum Verzweifeln. Und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht wird es am Samstag was in letzter Minute und ich laufe am Samstag. Es ist Samstag und ich denke mir, ich stehe extra früh auf und ich gehe halt von mir aus mit einer Stirnlampe in den Wald. Ja, ganz früh, sodass ich auch noch 15 Kilometer laufen kann. Ich laufe extra langsam, dass ich aber Reserve habe für die 5 Kilometer, die ich hinter dranhängen will. Und es lief auch ganz gut und so. Ich habe gedacht, ja, doch nach 10 Kilometern habe ich gesagt, ich mache tatsächlich die 5 Kilometer mehr und mache sie auch noch. Und dann komme ich ins Ziel und fühle mich einigermaßen schlapp. Aber die Woche ist ja rum und ich habe gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Und tatsächlich, also am nächsten Tag habe ich tatsächlich abgenommen im Vergleich zu der Woche davor, aber halt insgesamt nur 0,6 Kilo. Bei dreimal Laufe, also zweimal 10, einmal 15 Kilometer und über 40 Kilometer Fahrradfahre, also das ist wirklich, wie soll ich sagen, das ist frustrierend, so richtig frustrierend, ja. Und da sind wir auch bei der Motivation. So richtig motivierend war das diese Woche nicht. Und du musst dich ja jeden Morgen, an Sporttage zumindest, musst dich ja jeden Morgen motivieren, durchzuhalten. Ja? Du musst dich jeden Morgen motivieren, das Frühstück zu nehmen, das du geplant hast. Und du musst dich motivieren, keine Kohlenhydrate am Abend zuzulassen und auch keine Chips oder irgendwelche Süßkramsachen irgendwie zu dir zu nehmen. Oder mal eine Cola zwischendurch oder sowas. Das musst du ja eigentlich komplett unterlassen. Und das fällt eigentlich nicht schwer, wenn du erfolgreich bist. Also, wenn es gut läuft, ja,
Ja, dann siehst du ja Resultate und du kannst ja selber auf die Schulter klopfen und sagen, Spitzeklasse, Robert, das hast du super gemacht. Und das blieb halt die Woche komplett aus. Ja, das war so demotivierend. Das sind wirklich gerade harte Woche, aber ich glaube, die machen es aus. Wenn du jetzt nicht einknickst, dann schaffst du auch den Rest. Eventuell, ja. Aber ich habe mir ja vorgenommen, das ohne Zeitziel zu machen, also ohne Druck, ohne, naja, schon, Druck ist schon da, aber ohne, ja, Abgabetermin, ja, das muss nicht unbedingt gleich passieren. Und da ich das nicht als Diät machen will, also nicht von jetzt auf nachher das einfach nur verlieren will, sondern mein Leben eigentlich auch umstellen will und die Gewohnheiten ändern will, gehören diese Gewohnheiten einfach jetzt fest dazu. Und wir werden sehen, was die nächste Woche bringt, weil ich werde nichts dran ändern. Ich werde einfach weitermachen. Ist jetzt gleich, was ich mir als nächstes vornehme. Aber vorher noch mal geschwind noch eine Zusammenfassung von meiner Zweidrittel-Geschichte, die ich letztes Mal erwähnt habe. Ich wollte ja zwei Drittel von dem, was ich mir insgesamt vorgenommen habe, abzunehmen, diese Woche erledigen. Als ich angefangen habe abzunehmen, nämlich vor 20 Wochen, habe ich noch 113,5 Kilo gewogen. Und ich wollte runter auf 81,7 Kilo. Um also meine zwei Drittel zu erledigen, hätte ich 21,2 Kilo bis heute abnehmen müssen. Und ich habe genau 21,1 geschafft. Das sind 100 Gramm. Also nicht einmal das war mir vergönnt. Ja? Lief also nicht wirklich gut. Lief so richtig. Ja? Aber Durchhalte heißt die Parole. Einfach so weitermachen. Ich setze noch mal eins drauf. Ich zeige euch mal meine Ziele für nächste Woche. Diesmal nehme ich mir nicht ganz so viel vor. Ich möchte nur 1,1 Kilo abnehmen und damit auf 91,3 Kilo landen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ich mache dazu, und das bereue ich jetzt schon, dass ich es aufgeschrieben habe, aber hey, da muss ich jetzt durch. Ich probiere diesmal 3x15 Kilometer wieder zu laufen. Das ist wirklich hart. Nämlich bei jedem Mal einfach noch 5 Kilometer dran zu hängen, wenn du eigentlich schon im Ziel wärst. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Aber hey, ihr werdet sehen, ob ich es nächstes Mal durchgehalten habe und was es gebracht hat. Ich sehe euch nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.